Wow! Das ist der Pimp-Händler heute. Libben, Leiben, Lieben, keine Ahnung, wie der Typ heißt, aber er ist auf jeden Fall heute erschienen. Gucken wir uns mal an, wo er sich versteckt und was seine wunderbare, alles so für uns bereithält. Bleibt dran! Boom! Also Leute, das Event hat gestartet. Moment, da ist eine Kiste. Wir können endlich mit dem Event durchstarten. Schauen wir uns das Ganze an. Klicken wir mal hierzu wieder auf Aktionen. Und ja, endlich die Story-Quest zu Mona ist draußen. Mona hat ein einfach super, super cooles Design, oder? Was haltet ihr davon? Ich finde es richtig gut, wie die es geschafft haben. Obwohl es schon so einen lila behauchten Magier gibt, Lisa, haben sie auch noch Mona irgendwie hingekriegt, dass aber beide so distinktiv voneinander sich unterscheiden. Finde ich super cool. Wie bereits zuvor erwähnt, das Ganze können wir erst ab Abenteuerstufe 38 genießen, leider. Aber das, was wir jetzt schon genießen können, ist die wunderbare, wunderbare. Schauen wir uns mal ganz kurz die Aktionsbeschreibung jetzt genau an. Also hier gibt es so ein paar Regeln, also 6 Regeln wohl. Also wir werden wohl Hinweise bekommen und müssen dann nach dem Burschen hier suchen. Wenn wir ihn an demselben Tag finden, er taucht an unterschiedlichen Orten auf. Ah, sobald wir die Möglichkeit bekommen, eine Wunderkiste zu öffnen, können wir uns diese sogar aussuchen. Okay, lasst vielleicht vermuten, dass jede Wunderkiste unterschiedliche Belohnungen hat. Mal sehen. Okay, Moment, jetzt hier steht nochmal, du kannst jede Art Wunderkiste mehrfach öffnen. Das bedeutet, wenn wir eine Art von der Wunderkiste geöffnet haben, können wir die auch morgen nochmal öffnen. Vielleicht unterscheiden sich die Belohnungen doch. Und hier nochmal, falls wir es am selben Tag nicht geschafft haben, diese Kiste zu finden, erlischt nicht die Möglichkeit, das im Nachhinein nochmal zu wiederholen. So, dann schauen wir mal, wo der Bursche sich heute versteckt hält. Okay, das Gerücht geht wohl um, dass eine merkwürdige Person in Mondstadt aufgetaucht sei. Also ist ja in Mondstadt was Gutes, weil so groß ist Mondstadt jetzt auch nicht. Und mal an, wo er so sich rumtreiben könnte. Ich glaube, ich laufe einfach vom Haupttor aus hoch bis zur, ja, zur Kathedrale. Dann sehen wir mal. Wo? Okay. Ich weiß nicht, ob er bei jedem an derselben Stelle ist, aber was ist das für ein Design? Wow. Das ist der Pimp-Händler heute. Okay, wir haben also zwei verschiedene Optionen. Einmal, ich bin geschäftlich hier und einmal, ich bin hier für meine Wunderkiste. Klicken wir auf die Wunderkiste. Ah, da sind verbleibende Möglichkeiten 0. Okay, klicken wir erstmal zunächst auf, ich bin geschäftlich hier. Mal sehen, was er braucht. Er braucht nur Pilze. Die kann er haben, nur 10 Stück. Zack. Und so einfach können wir schon eine Wunderkiste öffnen. Welche schnappen wir uns da jetzt nun? Komm, da wir jetzt gerade sowieso Jean ausgerüstet haben, machen wir mal den Stereotyp-Anfang hier einfach oben auf die Windkiste. Okay, okay. 30 Urgesteine. 6 mal Verstärkungserz, Stufe 3 und nochmal 6 für Stufe 2. Also meine Vermutung ist, die 30 Urgesteine, die sind fix, aber der Rest ist entweder zufallsbedingt, was wir bekommen, oder es ist wirklich an diese Kisten gebunden. Ich werde morgen auf jeden Fall eine andere Kiste mal öffnen. Falls ihr eine andere Kiste geöffnet habt, schreibt mir mal das bitte unten in die Kommentare rein, würde mich super krass interessieren. Aber lasst uns mal das ganz kurz hier durchrechnen, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aha! Schaut mal, dadurch, dass die Kiste jetzt hier so geöffnet ist, können wir raufklicken und da steht Wunder aus der Kiste und Inhalt der Belohnung. Ich glaube, das ist wirklich fix. Und zwar immer vom Elementartypen abhängig. Also die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass wenn ich morgen wieder diese Kiste öffnen würde, ich Verstärkungserz bekomme. Wäre halt nur cool gewesen, gäbe es im Vorfeld eine Liste. Zum Beispiel, dass man sagt, ja, wenn ihr euren Charakter gerade leveln wollt, öffnet lieber die und die Kisten. Wenn ihr Waffen-Erfahrungspunkte Bedarf habt, dann lieber die und die. Aber was ich mich frage, sind diese 30 Urgesteine. Wenn ich mich nicht verrechnet habe und dieses Event 7 Tage geht, dann bekommen wir doch insgesamt 210 Urgesteine. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit den paar Stunden von neulich, wo es eine Serverwartung gab und wir 240 Urgesteine bekommen haben dafür, ist das Ganze so ein bisschen fraglich. Ich finde, da hätten sie ein bisschen tiefer in die Tasche greifen können. Vielleicht sehe ich das alles ein bisschen zu strikt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber ich empfinde das als ein bisschen zu wenig für ein Event. Gerade weil wir vorher einfach nur durch eine normale Serverwartung so viel mehr Urgesteine bekommen haben. Okay Leute, die Suche war nicht sonderlich schwer. Er steht praktisch direkt rechts neben dem Eingang von Mondstadt. Scheint ein dubioser Kerl zu sein, aber hey, er wollte nur 10 Pilze haben. Fragt mich nicht, was er damit machen will. Und wir haben im Austausch dafür deutlich wertvollere Sachen bekommen.
ist vielleicht nicht der beste Händler der Welt, aber hey, vielleicht gibt es einen Markt für Pilze, den wir gar nicht kennen. Bleibt dran, Leute, ich setze mich direkt heute noch an einen weiteren neuen Guide und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Also, bis dahin, macht's gut.